Orun war jemand, der gerne protzte. Er hätte einen gewaltigen Safe anfertigen können und seine Schlüssel darin verwahren. Aber das wollte er nicht. Er wollte seine Macht demonstrieren, seine Muskeln spielen lassen. Also beauftragte er 10 starke Männer, ihm auf Schritt und Tritt zu folgen, damit sie ihm seine Schlüssel nachtragen. Darin bestand ihre einzige Aufgabe, 10 breite, muskelbepackte Männer als Schlüsselträger. Harun war ein Angeber. Er war der Angeber schlechthin. Man konnte ihn keine zweimal im selben Outfit antreffen. Er besaß Pferde, Privatarmeen und Leibwächter. Er hatte mehrere Paläste, Schätze und Juwelen. Es ist unvorstellbar, mit welchem Reichtum Allah ihn beschenkt hat. Eines Tages legte er seine beste Kleidung an, suchte aus seinen hunderten Pferden das Weißeste heraus, einen Prachtschimmel, ließ das Pferd glanzvoll dekorieren und setzte auf. Als Gefolge dienten ihm die besten seiner Soldaten mitsamt der 10 Männer, die seine Schlüssel schleppten. Dann verlangte er: Bringt meine Juwelen hinaus. Heute möchte ich meinen Reichtum zur Schau stellen. Alles Gold, Silber, all meinen Schmuck, meine gesamte Sammlung. Ich möchte, dass meine Soldaten alles hinaustragen, damit es jeder, an dem ich vorbeikomme, sehen kann. Ein solches Verhalten ist genau genommen nicht normal. Wer kontrolliert sein Herz? Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand würde sich so verhalten. Welcher Tyrann hat etwas Vergleichbares getan? Nun bringt er also seinen gesamten Reichtum zutage. Er ist für jedermann sichtbar. Diese Perlen und Rubine, die Diamanten und Unmengen an Gold. Als er so seine Parade durch die Stadt zog, sahen ihn die Menschen. Und jene, die diese Welt begehrten, blickten auf diese Schätze und sagten: Wäre doch uns gegeben worden, was Qarun zuteil wurde. Sie begehrten Qaruns Reichtümer. Allah ließ alle Bürger der Stadt auf die Straße hinausgehen. Jeder Mann sieht die Parade. In der Menge findet man die verschiedensten Typen, Menschen, die nach dieser Welt trachten. Und man findet auch jene, die wissend sind. Und die Wissenden sagen: Nicht doch, was macht ihr? Wehe euch, ihr sollt das hier nicht begehren. Was auch immer euch Allah gegeben hat, ist genug. Verlangt nicht nach mehr. Sie wussten, Qarun ist ein arroganter, selbstherrlicher Tyrann. Sie wussten, dass er mit den Menschen Spielchen trieb. Dass er tat, was er wollte, weil er die Macht besaß. Niemand wagt es, mit Qarun zu scherzen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn als Exempel eines Tyrannen auserwählt. Was passierte nun bei dieser protzigen Parade? Als alle Bürger hinausgekommen waren und über seinen unermesslichen Reichtum staunten, und als Qarun den Höhepunkt erreichte und dachte: Das bin ich, befahl Allah der Erde: Verschluck ihn jetzt vor all diesen Menschen. Und die Erde verschlang ihn. Und all seine Soldaten mitsamt seinem Vermögen, seine Juwelen und Schlüssel. Selbst der Palast im Hintergrund wurde von der Erde verschluckt. Und die schaulustigen Menschen blieben zurück. Einige versuchten in Panik wegzulaufen, aber sie begriffen bald: Nur Qarun wurde vom Boden verschluckt. Nur seine Soldaten, sein Vermögen und sein Palast. Und die Erde fügte sich wieder zusammen, als ob nichts geschehen wäre. Und die Zuschauer waren sprachlos. Allah hatte ihnen gezeigt, den Leuten und Qarun, wer Al-Jabbar ist. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال
إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون